Endlich ist der Winter auch in Deutschland eingekehrt, doch die anfängliche Freude kann ganz schön schnell verfliegen, so auch bei Alena Gerber, denn das Model durfte die weniger schöne Seite des frostigen Januars kennenlernen und landete stattdessen ziemlich unsanft auf dem Hinterteil. Bei der Baldessarini Lounge Party des neuen Dufts Cool Force im Luxushotel Stangelwirt verrät die 27-Jährige, wie sich der Horrorunfall ereignete. Erst vor wenigen Tagen erst passiert, bei dem ersten Blitzeis, was wir oben in Norddeutschland hatten, bin ich die Treppen vor unserem Haus ausgerutscht. Also die erste war noch überdacht und die zweite war dann vom Eis befallen und ich habe in der Sekunde noch dran gedacht, ich habe gehört, heute ist klar und fall schon hin und dann bin ich komplett mit der Wirbelsäule auf eine Stufe und die restlichen Treppen noch runtergeschlittert auf den Hintern und dann war alles blau und habe ich schon gedacht, na gut, das ist halt jetzt ein bisschen geprellt und am nächsten Tag, ich glaube, ich die ganze Nacht wach, habe ich gedacht, das hilft ja nichts, ich gehe jetzt mal zum Arzt. Dann ist ja so die Rippen, die einzelnen Wirbel an der Wirbelsäule ab und ich bin an die Decke gegangen bei der einen. Da hat er gesagt, ja gut, hilft nichts, zwei, drei Wochen liegen, es muss zusammenwachsen. Autsch, das tut natürlich weh und ist alles andere als angenehm für eine junge Dame, die sonst so aktiv ist. Und schließlich hat 2017 gerade erst begonnen, inklusive einiger Partys im neuen Jahr. Nee, das hilft nichts. Also ich habe es auch gemerkt. Ich glaube, ich habe es hiermit jetzt gerade ein bisschen verschlimmert. Und ich wollte den Kunden jetzt nicht hängen lassen. Die Flüge und alles war ja gebucht. Und habe ich gesagt, ich versuche recht ruhig zu halten und viel zu sitzen und zu liegen. Aber es hat halt nicht gut geklappt, alleine mit dem Reisen im Flieger, ne, mit dem Gepäck. Also ab heute werde ich den Ball flach halten. Doch leider musste sich Alena auch eingestehen, dass es wohl nicht so gut für die Wirbelsäule war, dass sie nach Österreich reiste. Hoffen wir, dass sie sich jetzt an die Bettruhe ihres Arztes hält und wünschen der sympathischen Blondine gute Besserung.